Grüß Gott, ich wünsche Ihnen wieder einen herzlichen Sonntag aus dem Neukloster. Ich möchte Ihnen heute von zwei Gottesdiensten erzählen, die wir gestern und heute gefeiert haben. Gestern Abend die 70 Firmkandidaten mit einem der Firmspender, mit Abt Gregor Henkel Donnersmarck, dem früheren Abt von Heiligenkreuz. Schön, die vielen jungen Menschen, die sich auf die Firmung vorbereiten. Und heute habe ich mit den knapp 40 Erstkommunionkindern die Tauferneuerung gefeiert. Gerade heute am Sonntag, wo wir Jesus am Jakobsbrunnen sehen und wo er uns Mut macht, dass wir selbst zur Quelle des lebendigen Wassers werden können. Da ist es besonders schön zu sehen, dass die Kinder, die ja von den Eltern den Glauben bekommen haben, jetzt diesen Glauben schon selbst empfangen und zeigen können, um ihn später einmal weiterzugeben. Zwei Gottesdienste an diesem Samstag, Sonntag, wo wir etwas von der jungen Kirche im Neukloster spüren. Ich möchte Sie aber für den nächsten Sonntag einladen. Da ist sozusagen die alte Kirche dran. Unser ältester Mitbruder, Pater Albert, feiert am kommenden Sonntag sein 60-jähriges Priesterjubiläum. Und es ist kaum zu glauben, wie jugendlich er das tut. In seiner früheren Pfarre in Maria Kirchbüchl ist um 15 Uhr nachmittags ein feierlicher Gottesdienst. Und am Abend, am nächsten Sonntag, haben wir hier ein Passionskonzert mit wunderbarer Musik, die uns einlädt, auf das Leiden Jesu zu schauen. Das alles am nächsten Sonntag, dem 30. März. Für heute, ich wünsche Ihnen alles Gute. Nehmen auch Sie den Glauben auf, mit derselben Begeisterung, wie ihn die Kinder und Jugendlichen haben. Und lassen Sie dieses Wasser der Liebe, Wasser des Lebens in die Welt hinausströmen. Und vielleicht sehen wir uns am nächsten Sonntag. Alles Gute, Gottes Segen.